Ja, schön. Die Leute sind nett, das Wetter ist gut. Ich bin, glaube ich, wie alle anderen sehr froh, dass wir jetzt da sind. War schon ein langer Trip, aber jetzt freuen wir uns auf die Tage hier. Wird intensiv, aber gut. Ruby. Immer? Ja, guten Appetit, ja. Schöne Erfahrung. Mal was anderes als Fußball. War auf jeden Fall cool. Hausbau, hol ich dich.
Ja, ich fand, war ein recht schwieriges Spiel. United hat das ganz gut durch die Mitte, glaube ich, gespielt. Die haben die Bälle durch die Mitte gepresst, sage ich mal. Erste Halbzeit hat uns das Leben ein bisschen schwer gemacht. Zweite Halbzeit mochten wir das ein bisschen kompakter halten. Klar haben wir zwei, sage ich mal, unnötige Tore bekommen. Aber alles in allem sind wir glücklich, dass wir noch drei Tore gemacht haben. Ja, war cool auf jeden Fall. Ich kenne mich zum Beispiel persönlich ehrlich gesagt im Spiel aus und ich habe halt mal gefragt, wie die trainieren, wie die es machen. Trainieren zum Beispiel in der Hitze mit den ganzen Ausrüstungen, mit dem Helm und keine Ahnung was. 2,5 Stunden, muss man sich vorstellen, bei 45 Grad und das ist schon krass und ja, ist halt ein bisschen anders als Fußball. Er hat auch gemeint, zum Beispiel wir laufen jedes Spiel fast 11 Kilometer, das ist für die auch wow. Und aber war eine sehr, sehr interessante Begegnung. Ja, es ist einfach toll, dass es so eine Möglichkeit gibt, dass es solche Häuser gibt, wo wirklich Familien und Kinder aufgenommen werden, die es einfach nicht so gut haben wie wir. Und es ist bemerkenswert, wie sich die Leute auch dafür einsetzen, also die Leitung dieses Hauses. Und man sieht es den Kindern ja an, mit welcher kleinen Möglichkeit man ihnen schon eine ganz große Freude auch bereiten kann. Wir spielen schon den ganzen Morgen mit den Kindern und sie haben einfach nur das Lachen und das Lächeln im Gesicht. Und das ist das, was das Ganze auch besonders macht. Ich glaube einfach, dass der Markt jetzt langsam auch zum Boomen kommt. 2026 ist dann hier die Weltmeisterschaft in Amerika, in Kanada und Mexiko. Und bis dahin nimmt es natürlich auch noch weiter Fahrt auf. Und es ist gut, dass wir jetzt hier sind. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, großartige Städte, das wissen wir alle. Wie es auch oft beschrieben wird, Amerika ist alles ein bisschen größer. Es ist immer schön, so fast auf dem Bolzplatz ein bisschen so Spaß zu haben. Ich meine, vor allem für die Kinder ist ja top. Auch mit dem Ausblick hier ist ja nicht schlecht. Es gibt schlechtere Orte, um Fußball zu spielen. Wir sind in Vorbereitung, dann gehört Müdigkeit dazu, aber ja. Wir haben einen Test noch, einen wichtigen Spiel gegen einen guten Gegner. Von daher ja, haben wir ein bisschen was vor uns und können uns noch nicht ausruhen. Hey,
Borussia, Borussia, Borussia. Ist immer was Besonderes, weil die Fans, die du hier antriffst, die sehen dich selten. Von dem her sind wir sehr dankbar, dass sie uns so zahlreich unterstützt haben. Aber sportlich nehmen wir auch Dinge mit. Wir haben gut gearbeitet, taktisch Spielabläufe reinbekommen, wir haben uns besser kennengelernt. Von dem her kann man ein gutes Fazit ziehen, aber wir machen weiter.